جئتك شبستا يدا مسلم دعن الله عز وجل وانت لتسن تاكلوبت بتسويكت زاني ليبه gegenüber den Propheten محمد صلى الله عليه وسلم und die allgemeine Regel unter den Menschen besagt, dass deine Liebe gegenüber einer Person in deinen Handlungen zu sehen ist. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Sag, wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir, so liebt euch Allah und vergibt euch eure Sünden, Allah ist allvergebend und barmherzig. Das heißt, zwei Sachen erhältst du, einmal die Liebe Allahs Azza wa Jal und die Vergebung deiner Sünden. Und eine gewaltige Belohnung erhalten diejenigen, die dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in seiner Sunna gefolgt sind, und zwar das Becken Al-Hawd am Tage der Auferstehung. Dieser Becken wird durch den Fluss Al-Kawthar aus dem Paradies befüllt, der dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam spezifisch gegeben worden ist. Dieser Becken, dessen Breite und Länge die Reise eines Monats beträgt und dessen Wasser weißer als die Milch ist und dessen Süße süßer als Honig ist und die Anzahl seiner Gefäße, die sich darin befinden, ist wie die Anzahl der Sterne am Himmel. Wer davon trinkt, wird nie wieder Durst verspüren und trinken wird davon derjenige, der ihm gefolgt ist und entfernt von ihm wird derjenige, der sich ihm widersetzt hat. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns nicht von diesem Lohn verwehren.